Okay. Dann, das ist eine schöne Frage, die hatten wir schon mal, die hat André schon mal gestellt, ich glaube auch schon in der Facebook-Gruppe. Und ich glaube, wir hatten da auch schon mal ein Video darüber gemacht. Nichtsdestotrotz, lieber André, will ich dir die Frage gern nochmal mit beantworten. Und zwar, die Frage ist folgendes. Ich zeige es euch als erstes am Chart. Und zwar, zum einen, wolltest du einen Put verkaufen beim Spider? Also, SPY. So, das ist also der ETF auf den S&P 500. Und hast das dann mal verglichen mit einer Option auf Coca-Cola. Und dann hast du die Margin verglichen und die Prämieneinnahme. Und da hast du eine riesige Diskrepanz festgestellt. Und das ist auch so. Und woran liegt das? Wir können uns das ja auch mal in Zahlen hier anschauen. Komm, lass uns das einfach hier mal den quasi so einen fiktiven Trade machen. Also, wir sagen jetzt, okay, wir nehmen jetzt hier den Spider und wollen beispielsweise, gehen wir mal her und sagen, komm, wir machen, dass wir ungefähr das Gleiche haben. Hier Standardverfall, wir nehmen jetzt mal hier den August, okay, und sagen am Delta 10 verkaufen wir jetzt hier eine Option. So, und da seht ihr jetzt hier, wir würden 75 Dollar bekommen für eine Margin von 3.800. Ist nicht sehr gut, ne? So, achten, also sagen wir, wir können es ja mal ausrechnen, das ist ungefähr, das wievielfache ist das? Das Zehnfache, das 40-fache. Das 40-fache haben wir hier an Margin im Verhältnis zur Prämieneinnahme. Okay? So. Und jetzt gehen wir mal zur Coca-Cola. Also wir merken es einfach mal das 40-fache. Und jetzt gehen wir mal hier zur Coke. Und sagen auch, okay, 30 Tage. Und gehen auch auf den Delta 10. Da müssen wir schon hierher gehen. Und da seht ihr, da gibt es jetzt nicht viel, aber das spielt auch jetzt keine Rolle. Weil uns geht es ja nur ums Verhältnis. Und da seht ihr hier 12 zu 576. Und das ist ungefähr das Zehnfache. In dem Fall ist es auch fast das 40-fache. Ne? Also nimmt sich jetzt nicht allzu viel. Warum ist das aber oftmals so, dass der Spider so viel mehr Margin hat als das? Und der Grund ist ganz einfach, ist relativ einfach. Und zwar gibt zwei Gründe. Zum einen, guckt euch mal an, das ist Coca-Cola. Wenn ihr hier eine Option verkauft, bewegt ihr ja 100 Aktien. Bedeutet, ihr bewegt einen Wert von 5.200 Aktien. So, 5.200 Aktien. Entschuldigung, nicht 5.200 Aktien, 5.200 Dollar. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Spider ganz kurz an. Und dann seht ihr hier, wir machen es mal rund, roundabout 300. Das heißt, hier bewegt ihr 30.000. Das heißt, es muss von vornherein schon mal so sein, dass der Spider eine höhere Margin bei den Optionen hat, weil der Wert, den ihr bewegt, einfach viel, viel größer ist. Na, das ist logisch. Wenn ihr jetzt hergehen würdet und würdet sagen, okay, ich mache hier eine Amazon, die 2.000 Dollar kostet, da bewegt ihr mit einer Option 200.000 Dollar. Das heißt, da muss die Margin noch größer sein. Das ist also Punkt Nummer eins. Und warum ist manchmal die Diskrepanz trotzdem nicht nur über diesen Preis zu erklären? Und das liegt natürlich daran, wir nehmen mal gucken, was mir jetzt so einfällt, das hier, gerade jetzt die letzten Tage Earnings gehabt, Johnson & Johnson. Und was passiert? Großer Wert, ne? Ist ja jetzt nicht irgendwie so eine kleine Aktie. Und guck mal, was hier passiert. An einem Tag bei den Earnings fällt die Aktie 5%. So. Und das war jetzt hier der 12. Jetzt schauen wir uns mal den S&P an. So, und jetzt findet hier mal ein Tag, wo das 5% nach unten geht. Also wenn wir uns den 12. anschauen, das war der hier, da ging es an dem Tag sogar hoch. Aber der Grund ist natürlich der, dass der Index ein viel geringeres Risiko hat als eine einzelne Aktie. Eine einzelne Aktie hat ja immer ein viel größeres Risiko. Ne? Also wenn du sagst hier, der S&P sind 500 verschiedene Gesellschaften, wo von mir aus auch die Johnson & Johnson dabei ist, aber die einzelne Gesellschaft, da kann ja immer irgendwas passieren. So, und aus dem Grunde sind Optionen von einzelnen Aktien immer teurer als Indexoptionen. Und deswegen habt ihr oftmals das Verhältnis bei Indexoptionen zur Margin ist schlechter als bei einzelnen Aktien zur und deren Margin, aber
Ihr habt natürlich auch, warum ist die Margin auch geringer? Weil das Risiko auch geringer ist. Also ist auch so eine Sache. Okay, gute Frage. So, dann nächste Frage, da geht es um das Thema Margin. Die kommt von Bernd und zwar in der TWS. Du schreibst es hier links, aber das ist bei allen gleich. Initial Margin, Maintenance, Reg T Margin. Auf welche der Margin bezieht sich die Faustregel, dass man nicht mehr als 60% nutzen sollte? Also, ich persönlich mache es immer folgendermaßen. Wir gucken uns das jetzt mal hier an. Hier Konto. Und jetzt habt ihr hier die verschiedensten Margins. Ne? Ihr könnt ja hier noch euch noch einstellen, was ihr wollt. Und da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr. Ne? Je nachdem, was ihr hier ankreuzt, könnt ihr das machen. Und ich persönlich nutze hier immer die, was ist das überhaupt? Ne? Also Mindesteinschuss, das ist die sogenannte Initialmargin, okay? Die Initialmargin, die müsst ihr haben, um eine Position zu eröffnen. Dann gibt es noch eine Übernachtmargin, die ist in der Regel ein bisschen geringer, gerade wenn ihr Future-Optionen handelt. Und die Reg-T-Margin, das ist nochmal alles zusammengefasst, auch gerade wenn ihr Aktien habt. In dem Fall haben wir jetzt hier mit Aktien drin. Ich persönlich würde mich immer hier auf den Mindesteinschuss konzentrieren. Okay? Also das ist die sogenannte, der Mindesteinschuss. Das hier oben. Okay? Also konzentriert euch auf den Mindesteinschuss, weil den müsst ihr immer haben, die Initial Margin, die Reg T, die könnt ihr in dem Falle, müsst ihr da nicht zu beachten. So, nächste Frage. Es geht um eine Annahme und zwar, ich möchte eine Aktie für mein aufzubauendes Dividendendepot zum aktuellen Preis bzw. etwas billiger kaufen. Ist es sinnvoll, at the money cash secured puts, zum Beispiel eine Restlaufzeit von ungefähr 45 Tagen zu verkaufen? Grund, die Prämien für at the money Optionen sind deutlich höher als für Delta 15er Puts und ich möchte gerne, dass mir die Aktie in absehbarer Zeit zugeteilt wird. Sehr gute Frage. Also, nehmen wir mal irgendeine Aktie, sagen wir mal Disney. Okay, du sagst, hey, ich will Disney-Aktien haben, als Beispiel. Und jetzt überlegst du dir, also ich wäre schon bereit, die Aktie jetzt hier zu kaufen. Und das klar, bringt natürlich einen Put, der hier liegt, viel mehr ein als der, was ja auch logisch ist. Ne? Und jetzt fragst du noch, okay, macht das Sinn, so eine zu kaufen? Der Punkt ist natürlich einfach der, wenn du so eine Put hier verkaufst, dann kaufst du ja quasi die Aktie gleich mit einem kleinen Abschlag, ne, mit at the money, weil du kaufst dir wirklich den größten Zeitwert, weil wo ist der Zeitwert am größten? Wer sich da vielleicht noch erinnert, Zeitwert ist immer am größten bei at the money Optionen. Bei out of the money Optionen ist natürlich nicht so hoch. So. Und deswegen, schon weil die weiter weg ist und weil die einen geringeren Zeitwert hat, kriegst du halt hier das meiste Geld. Du musst eben für dich einfach jetzt überlegen, was ist jetzt deine Risikoeinschätzung. Ne? Also ist jetzt deine Risikoeinschätzung, dass du sagst, na, ich glaube schon, dass die Aktie mal hier fällt. So, dann könntest du dir auch hier den Put verkaufen. Oder denkst du, naja, die geht jetzt erstmal seitwärts. Dann kannst du hier natürlich kaufen, weil dann kriegst du halt noch die Prämie mit dazu. Wenn du allerdings das hier erwartest, dann macht es natürlich auch gar keinen Sinn, hier den Put zu schreiben, weil dann kriegst du sie nicht. Das heißt, es kommt jetzt ein bisschen auf deine Erwartungshaltung drauf an. Glaubst du, wenn du sagst, ich will die Aktie jetzt unbedingt haben, ne, dann ist es vielleicht besser, die Aktie direkt zu kaufen. Warum? Stell dir mal vor, du schreibst jetzt hier mit 45 Tagen, du willst die Aktie unbedingt haben und dann geht die halt, dann steigt die halt hier so ein bisschen an in der Zeit. So, dann hast du zwar hier eine schöne Prämie bekommen, aber nicht zwingend die Aktien. Das heißt, was ist für dich jetzt wichtiger? Ist die Prämie wichtiger oder ist die Aktie für dich wichtiger? Und je nachdem, daran musst du festmachen, schreibe ich überhaupt einen Put oder kaufe ich die Aktie direkt? Und wo schreibe ich den Put? Wenn du sagst, na, ich würde sie gerne so bei 135 kaufen oder 130, dann schreib den Put halt entsprechend da. Wenn du sagst, nee, ich würde sie jetzt gleicher nehmen, wenn sie weggeht, ist aber auch nicht so schlimm, dann schreib halt hier. Wenn du sagst, die geht auf jeden Fall nach oben, na, dann musst du die Aktie kaufen. Also es kommt ein bisschen darauf an, was du für eine persönliche Einschätzung hast. Und du weißt natürlich, die Einschätzung ist auch so ein bisschen Glaskugel, aber das ist halt bei jedem Geschäft ja so. So, eine Frage betrifft die Volatilität und zwar, die Volatilität ist zurzeit niedrig. Die Prämien für den Verkauf von zum Beispiel Delta 15er Puts auf Aktien sind in den meisten Fällen sehr niedrig. Macht es Sinn, höhere Prämien mit dem Verkauf von Puts mit länger laufenden Restlaufzeiten zu erzielen?
wenn die damit verbundene Margin die weiteren Trades nicht wesentlich einschränkt, also bei einem mittleren Konto. Okay, also folgende Situation. Du sagst, okay, ich würde ja ganz gern hier einen Put auf Walt Disney verkaufen, ne, weil ich die Aktie toll finde, aber so eine niedrige Volatilität, die Aktie steigt ja nur, die ist hier, glaube ich, wenn man sich längerfristig anschauen, ne, die ist im Allzeithoch, da kannst du dir vorstellen, hier gibt es keine Vola, das heißt auch keine Prämien. Da könnte ich doch jetzt hergehen und sagen, hey, ich verkaufe eine Option mit so einer langen Restlaufzeit. Ne? Und da kann ich dir sagen, nein, mach es nicht. Definitiv nicht. Warum? Gibt zwei Gründe. Erstens, wenn du so eine lange Restlaufzeit verkaufst, ist egal, ob das jetzt hier bis 2021 oder 20 geht, ne? Tendenziell also eine sehr lange Restlaufzeit. Du hast halt überhaupt keinen Zeitwertverfall. Du kriegst zwar eine Prämie, aber es dauert ewig, bis diese Prämie auch wirklich auf dein Konto dann letztendlich verdient wird. Die ist natürlich sofort da, aber bis sie verdient wird, weil der Zeitwertverfall ja nicht da ist. So, das ist mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist natürlich die Volatilität. Du schreibst selbst in deiner Frage, die Volatilität ist zurzeit niedrig. So, und jetzt ist es natürlich so, Stichwort Vega. Ne? Wer sich noch so ganz grob erinnern kann, ja, Vega, das war irgendwas mit Vola. Mhm. Wo ist das Vega am größten? Richtig, je länger die Restlaufzeit ist. Das heißt also, wenn jetzt die Volatilität, wir lassen das mal jetzt, also momentan Volatilität vielleicht so hier, okay, und jetzt mal angenommen, bums, jetzt knallt die Volatilität hoch. So, welche Optionen springen am meisten an? Die langlaufen. Das heißt, die Dinger rennen dir sofort extrem ins Minus. Und deswegen langlaufende Optionen zu verkaufen ist großartig, aber eben nicht, wenn die Vola niedrig ist, sondern im Gegenteil, wenn die Vola hoch ist. Also das heißt, wenn du in einer hohen Volatilität, und das können wir uns hier am WIX anschauen, wenn du also jetzt sagst, hier im Dezember, Januar diesen Jahres, Dezember letzten Jahres, Januar diesen Jahres, langlaufende Optionen zu verkaufen, großartig. Im Februar letzten Jahres, großartig. Jetzt hier, Vollkatastrophe, nie und nimmer. Ne? Jetzt nur kurze Optionen machen, relativ kurze, 30, 40 Tage und keine langlaufen. Und wenn die Vola irgendwann mal wieder hochgeht, ne? Das kann jetzt passieren, aber ihr seht es auch hier, das kann auch lange jetzt dauern, bis die mal wieder hochgeht, dann wieder langlaufende Optionen verkaufen.